Hallo liebe Freunde, Community und Gothic-Fans. In diesem kleinen Performance-Video gehe ich auf den DX11-Renderer ein. Eingangs sei gesagt, ich benutze keine weiteren Patches oder Fixes wie 4G-Patch, 4GB-Patch oder RAM-Patch, sondern ich verwende ausschließlich nur wirklich die Dateien, die hier für die Modifikation Odyssey im Auftrag des Königs verwendet werden müssen. Dafür gehört natürlich Gothic 2 mit dem Add-on Die Nacht des Raben, zusätzlich die Report Version 2.6.0.0, das Player Kit 2F und das System Pack für Odyssey im Auftrag des Königs in der Version 1.7. Laden wir mal ein Spielchen hinein, beziehungsweise einen Speicherstand. So, jetzt lassen wir es erstmal kurz einrendern. Wir stehen erstmal hier in unserer Welt, auf Athanos, unten im Dorf. Ich blende mal etwas ein. Ihr seht links oben die Hardware-Spezifikation mit meinem Betriebssystem oder mit dem Betriebssystem, was gerade läuft. Und rechts unten seht ihr die Performance-Daten von der GPU, Grafikkarten, CPU, den Prozessorkernen, den RAM und den Frames per Second. Wenn wir hier jetzt mal ein bisschen durchhüpfen, ein bisschen durchgehen, sehen wir, aha, die Frames per Second bewegen sich so von 100 bis 80 Frames. Nicht zu vergessen, im Hintergrund läuft ja noch mein OBS, welches ja auch noch ein bisschen Performance braucht. Jetzt gehen wir mehr in ein polygonreicheres Gebiet mit vielen Bäumen und wir liegen auch so richtig schön so um die 100 herum. Na, also, wie sieht es denn bei Gebäuden aus oder bei sehr viel Polygonen? Inwieweit geht da die Performance, die Bilderrate pro Sekunde runter? Wir werden jetzt mal hier die Burg betreten. Und wir sehen rechts unten schon bei den Frames per Second, dass wir so auf 60, 62 sind. Betreten wir jetzt mal die Burg innerhalb. Dann müssen wir uns vorstellen, dass ja hier ganz viele Polygone sind und Texturen. Und da geht natürlich auch ein bisschen was verloren, weil oben drüber ja noch ganz viele Sachen zu berechnen sind. Wir befinden uns jetzt hier in Nordmar. Vielen Dank an Black Pirate, der mir diesen Save mal geschickt hat. Wir befinden uns hier in Nordmar und gucken hier auch mal auf die Frames per Second. Und wir liegen auch so um die 68, also um die 70 bis 80 Frames per Second, was ja schon gut ist. Schauen mal ein bisschen, wie hier die Frames per Second sind. Ah, da sind wir hier so bei 80, 90. Hier in der Nähe der Häuser geht es wieder ein bisschen runter. Also von der Performance her, ja, okay, jetzt auf 70. 76, 79. Also von der Performance her reicht das aus, finde ich. Also man muss jetzt nicht, was weiß ich, den dreistelligen Bereich permanent haben, weil ja unser Renderer ja auch ein bisschen was wegnimmt. Ich spiele nicht über Spine und installiere auch nichts über Spine. Mir behagt der Gedanke einfach nicht, dass im Hintergrund irgendwo die Daten in irgendwelchen Ordnerstrukturen hineingestoben werde, wo ich das nicht kontrollieren kann. Deswegen lade ich mir alle Patches, Mods und Add-ons lieber aus dem Internet hinunter als einzelne Datenpakete, installiere sie und schiebe sie auch in die entsprechenden Ordner nach Anleitung. So zum Beispiel auch der DX11-Renderer. Wir gehen natürlich auf den Gothic 2-Ordner und da gibt es in dem Hauptordnersystem auch schon diesen Ordner, der sich nennt GD3D11. Das ist der Renderer. Wie ihr gesehen habt, die 17.6-Version aus Januar diesen Jahres, also 2018. Und hier sind noch Unterordner. Und auch ganz wichtig ist dieser Textures-Ordner, auf den wir gehen, und der Replacements-Ordner. Denn hier sind die Normal-Maps versteckt. Was heißt versteckt? Aber hier werden die eingefügt. Hier sind natürlich alle Normal-Maps drin für das Gothic-Hauptspiel und die Normal-Maps für das Add-on Odyssey im Auftrag des Königs. Dort werden sie hineingetan. Kommen wir nun zu den grundlegendsten Einstellungen des Renderers. Wir drücken F11, also die Funktionstaste 11. Und hier sehen wir schon mal die Settings des DX11-Renderers. Ich werde ein bisschen drauf eingehen. Und zwar hauptsächlich auch noch auf die Auflösung, weil ich gelesen habe, dass einige Probleme haben, dass die Auflösung nicht gespeichert wird, nachdem sie auf ihre Wunschauflösung eingestellt hatten.
Zu erwähnen ist auch, dass hier diese Kantenglättung nicht aktiviert werden sollte, weil es während des Spiels zum Abstürzen kommen kann. Ja, was sind denn eigentlich hier die ganzen Funktionen? Dieses Enable H, B, A, O+, das sind so Randschatten. Wenn ihr zum Beispiel jetzt hier mal guckt, aha, man sieht an den Felsen noch so in den Kanten Schatten, man sieht am Lagerfeuer so einen Umgebungsschatten, das ist das. Dann haben wir hier die Guardrails, da werde ich mal eben kurz in eine andere Richtung blicken. Und zwar da, wo es so richtig schön Sonne strahlt. Und wenn wir dann hier sehen, aha, dann können wir hier die Gottesstrahlen ausschalten. Gut, okay. Welche Funktion haben wir noch? Ach ja, Enable Shadows. Das spricht für sich, ist klar, das kann man sofort erkennen. Und die Shadow Filterung, da kann man sichtbar erstmal gar nichts erkennen. Kommen wir jetzt nun zur Auflösung. Da möchte ich ganz gerne nochmal einen kleinen Schwenk machen und euch zeigen, was passiert, wenn die Auflösung hier an der Stelle, wenn man sie einmal hier bestätigt hat, nicht geändert wird oder nicht mehr stehen bleibt wie gewollt. Werfen wir nun einen Blick in die Initialisierungsdatei der Odyssey Ini, die ich mal eben zeige. Die gibt es nämlich hier in dem Gothic 2 Ordner unter System. Und da ist sie auch schon. Wenn ihr die dann sozusagen mit einem Notepad öffnet, ich habe hier Notepad++ oder das Windows Notepad, das kann man auch zur Not nehmen, dann steht hier in der letzten Zeile, also Zeile 45, Force Parameters, Z-Resolution, Doppelpunkt 1280,720,32. Das war bei einer älteren Version von Odyssey 2.5 und da stand auch ein anderer Wert drin, doch den habe ich dann geändert und in der neuen Odyssey INI steht nichts mehr dahinter. Das heißt also, wir schauen wirklich nach, ob wir noch in der Odyssey INI hier noch Werte drin haben, die zum Beispiel erzwungen werden für die Auflösung des DX11-Renderers. So werden wir die ganz einfach entfernen, so wie hier. Und dann lassen sich über F11 jede gewünschte Auflösung ändern und dauerhaft speichern. Probieren wir es doch einfach mal aus. Ich möchte jetzt eine kleinere Auflösung haben, weil mein Prozessor oder meine Grafikkarte das nicht so bringt. Gehen wir als erstes erstmal immer auf die Auflösung. Die schrauben wir etwas runter. Dann gehen wir auf Apply und schwuppdiwupps rutscht irgendwie alles nach rechts. Wir gehen auf Close und wir sehen, dass das alles sehr, sehr grob, grob ist hier an der Stelle. Dazu müssen wir das Spiel neu starten. Und wie wir sehen, ist auch hier das Übermenü, also die Menüs von, ich zeige das hier nochmal an, hier zum Beispiel auch hier. Und dort die Attribute, dass sie übergroß angezeigt werden. Nun, die werden bei einem Neustart vom Spiel wieder sichtbar. Jetzt muss ich Odyssey beenden sagen und ja. So, wir haben das Spiel neu gestartet. Nein, nicht ganz neu, sondern einfach meinen älteren Spielstand bzw. meinen Temp Save. Laden das Ganze ein. So, jetzt sehen wir schon, auf dem ersten Eindruck, das Ganze ist ein bisschen pixeliger, ein bisschen treppenstufiger. Und wir gucken hin und sehen, aha, unser jetzt eingestellter Wert ist jetzt wirklich dabei geblieben. Möchte ich wieder größer haben, dann gehe ich wieder auf meinen Wunschwert, sage Apply, sage Close. Sieht jetzt auch wieder besser aus. Jetzt gucken wir nochmal unsere Menüs an. Auch das ist ein Nebeneffekt vom Renderen. Da kann man nichts machen, als nochmal neu zu starten. Jawohl, jetzt startet er wieder neu. Ja, ist unsere Wunschauflösung jetzt geblieben? Sie ist geblieben. Sie ist wieder bei 1920x1080. So soll es auch sein. Ah, eine herrliche Aussicht auf die Burg. Ein schöner weiter Blick auf die Molrat-Insel. Und ein Blick auf die Albatros. Ja, warum mache ich das? Und zwar möchte ich darauf eingehen, wie hier die Sichtweiten zu ändern sind. Wir haben hier die Object Draw Distance. Die habe ich volle Kalotte auf 100 gestellt. Habe für meine Spezifikation noch keine Probleme gehabt.
wenn wahrscheinlich eine Insel größer wird, dann werde ich wahrscheinlich ein paar Frame-Einbußen haben. Ich werde jetzt ganz langsam mal die Werte zurücksetzen und wir sehen, dass die Bäume verschwinden. Das heißt also, so zack, keine Vegetation mehr. Jetzt ist er wieder da. Okay, ich glaube, die Funktion ist klar. Jetzt gucken wir mal aufs Dorf und gehen auf die Small Objects drauf. Und werden auch diesen Wert verringern und gucken, was dann verschwindet. Aha. Wir sehen also die kleinen Bäumchen, der Brunnen, der Marktstand von der Jutta ist plötzlich weg. Okay, dann haben wir die Visual Effect Draw Distance. Moment, da muss ich mich ein bisschen drehen. Und zwar geht das für die Lampen oder für die Lichtquellen. Und bums, ist das Feuer aus. Oder auch die da hinten in der Hütte, das Feuer ist auch aus. Dann haben wir die World Draw Distance. Da müsste ich mal eben einen Blick hier auf die Morad-Insel nehmen. Dann gehen wir hier auch mal auf niedrigere Werte und wir sehen, zack, wutsch. Jetzt ist alles weg. Sieht gruselig aus. Ja, das sind meine Werte, die ich benutze. Übrigens auch mit der maximalen Schattenqualität und auch den Update All Dynamic Shadows. Und fahre hier sehr mit gut. Also bis jetzt, ne, also habe bis jetzt noch keine Abstürze, Probleme gehabt oder sonst irgendwelche Renderschwierigkeiten. Ja, das war eigentlich das, was ich erzählen wollte. Okay, jetzt müssen wir uns hier ganz vorsichtig abseilen. Das wird, glaube ich, nichts werden. Naja, aber gut, okay. Dann nehmen wir mal hier unseren schönen Jump. Okay, bis hierhin und ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen und ein bisschen Klarheit über den DX11-Renderer gegeben, was alles zu beachten ist und was man alles machen kann. Gebt mir einen Daumen, abonniert mich und schreibt auf jeden Fall Kommentare. Das würde mich sehr, sehr freuen. Macht's gut. Tschüss.